Leute, willkommen zurück zu Breath of the Wild. Wir haben einen hölzernen Turm gesichtet. Da wollen wir hin, weil schlechtes Wetter ist und bei schlechtem Wetter können wir halt sehr schlecht die Berge erkennen und so auch nicht beurteilen, ob wir richtig stehen oder nicht, wenn wir die Erinnerungen suchen. Deshalb, ja, solange es regnet, versuchen wir anderswo irgendwie, ja, etwas hinzukriegen. Ich sehe aber gerade gar nichts. So, hier haben wir so einen merkwürdigen Turm entdeckt mit einer Truhe drauf und es ist ja eigentlich auch ein sicherer Stützpunkt, ne? Oder sind da Gegner drauf? Ah, doch, da scheint ein Gegner drauf zu sein. Was ist so? Nee, explosive Fässer. Und eine sehr wertvolle Truhe, oder wie? Mit Feuerpfeilen. Alles klar. So, das Wetter wird auch wieder besser. Es ist allerdings jetzt Nacht. Die Dinger schmeiß ich lieber weg. Oh, shit. Wenn die runterfallen, detonieren die. Wow, Link, pass auf mit dem Schwert. Dann schmeiß die mal schön sicher dahin. So. Das hat auch niemand gesehen. Oder stehen wir unter Beschuss? Nö. Ne, es brennt da unten nur. Alles klar. So, da sind die Zwillingsberge. Und irgendwo hier muss dieser Ort sein, an dem wir eine Erinnerung kriegen. Die Frage ist natürlich nur, wo? Da sind Bäume, aber nicht die richtigen. Das ist das Plateau, ne? Genau. Und da ist eine Truhe auf einer Säule. Die jagen da eine, ein Tier. Was ist das? Ist das ein Titan? Alter, das Ding ist fett. Warte, kann ich das noch fotografieren? Wenn nicht, nee, ich muss irgendwelche Fotos löschen. Ja gut, dann schmeiß mal das da weg. Der Speicher ist ein bisschen alle. Aber holy shit, hier sind Monster in der Gegend. Nicht zu fassen. Da sind die Wächter ja gar nichts. Fedora ist das. Gilt das so? Anscheinend. Gut. Können wir von hier aus die Truhe erreichen? Sieht gut aus. Und da haben wir einen weiteren Stützpunkt, um ein bisschen weiter zu sehen, wo denn was sein könnte. Vielleicht ist ja hier auch was Wertvolles drin. Ne, ein Bernstein. Okay. Also, die Zwillingsberge sehen so aus. Unser Problem ist folgendes. Das sind die richtigen Berge, aber irgendwie haben wir noch nicht die richtige Perspektive. Die sind viel kleiner. Aber ich sehe keine Säule da. Das ist das Problem. Ich sehe keine Fahnen, keine Säule. Aber die Berge sind noch ziemlich groß. Also es scheint noch ein bisschen weiter zu gehen. Aber da ist das Plateau. Das ist ja schon das Plateau. Ich weiß nicht, wie krass Hyrule sich in den letzten Jahren verändert hat. Aber eigentlich müssten wir hier ganz nah an der Stelle sein. Wo ist denn der Turm dieses Gebiets? Ist es der da hinten? Scheint fast so, aber wollten wir nicht schon an den näher rangehen und dann kam dieser Wächter entgegen?
Jetzt pennen die da. Ich werde die mal... Wenn sie uns bemerken, greife ich sie an. Wie sieht es denn von hier aus? Ich habe jetzt sehr viel Lärm gemacht, ne? Ich muss... Ja, sie haben nicht. Okay. Wie sieht es denn von hier aus aus? Immer noch ein bisschen groß, ne? Das Ganze. Ja. Das ist schön. Das geht noch viel weiter zurück, aber... Dann ist dieser Ort aber auch ein bisschen höher gelegen. Weil sonst macht das Ganze keinen Sinn, wenn wir... Wenn so wir so viele Gebirge dabei entdecken. Mysteriöser Ort. Aber es ist noch der einfachste, weil das kennen wir. Es gab ja Kapiteln rund um die Zwillingsberge. Von daher ist es ein guter Anhaltspunkt. Und hier gibt es wieder so eine Burg. Oh nee. Oh nee. Geht weg, ihr Mistviecher. Lasst mich in Ruhe. Ach, guck mal. Weiße Bäume. Birken. Und eine kleine Ruine. Das scheint der Ort zu sein. Ich glaube, wir sind am Ziel. Cumulaganius Ruine. Das scheint das Ziel zu sein. Jetzt müssen wir nur noch so einen kleinen... Ist das ein Wächter dort hinten? Ne, es scheint ein Baum zu sein. Gut, was ich jetzt noch suche... Ist irgendwie... Warte mal, wir schauen ja eigentlich auf dem Foto... Direkt auf dieser Ruine, also theoretisch, warte mal kurz. Wenn das die Ruine ist, dann könnte man vom Fenster aus sehen, wo das ist. Das wäre dann theoretisch irgendwie genau da. Es gibt zwar noch ein zweites Fenster, aber das schaut ja dann nicht mehr wirklich auf die Zwillingsberge. Oh, und was liegt hier? Ein verrosteter Schild. Ich habe überhaupt keinen. Oh! Rustiger Zweihänder. Nehmen wir mal mit. Gut. Irgendwo da hinten ist es. Da ist unser Ziel. Wir müssen es nur noch auffinden. Und das wird wohl in diesem Part geschehen. Da bin ich sehr optimistisch. Das ist hier in der Gegend des Plateaus. Da sind auch diese weißen Bäume. Das macht mich halt wirklich sehr optimistisch, dass wir das jetzt finden werden. Es ist zwar Nacht, aber naja, es wird ja bald Tag. Was haben wir? Ja, 3 Uhr morgens. Es müsste machbar sein. So, da ist diese Burg. Es wird jetzt auch schon wieder heller. Und da ist so ein kleiner Hügel. Leute, ich glaube, wir sind näher dran als gedacht. Wie klein sind die Zwillingsberge von hier aus? Klein genug. Aha, dann noch ein bisschen weiter. Das muss es sein. Leute, ich glaube, wir sind am Ziel und tatsächlich, hier gibt es eine neue Erinnerung. Als nächstes gehen wir nach Goronia.
Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Darok ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, das Master Sword, die in deinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Das Bannschwert also. Link besaß es bereits. Und diesmal werden wir glücklicherweise nicht von einem Monster überrumpelt, auch wenn da einige sind, die Streit suchen. Wenn du noch einmal auf mich schmeißt, komme ich zu dir. Okay, das reicht. Jetzt bist du dran. Tja, du wolltest es so? Dann komm, in die Fresse. Oh mein Gott, One-Hit-KO. Noob. Reisebogen. Können wir den... Ja, Tasche ist voll. Ach, und du suchst auch Probleme. Ja, komm her. Ja gut, neue Erinnerung. Perfekt. Ach, nicht vereisen. Fotos. Tatsächlich. So. Das Bild zeigt einen Schrein. Aber sonst erkenne ich da noch den Titan. Oder wenn das ein Titan ist, ich weiß es nicht. Die Wüste. Das nächstgelegene wäre halt das hier. Das sieht noch safe aus. Aber diese Brücke. Ich weiß nicht, wo diese Brücke ist. Na, immerhin ein paar Erinnerungen haben wir. Mal wieder zurück. Da hinten ist Schloss Hyrule. Gut, ich versuche mal, den Turm in diesem Gebiet zu finden. Dann haben wir das auf Karte. Da sind Pferde. Und da ist eine Brücke, aber das ist nicht die, die wir suchen. Ich hab doch irgendwo einen Turm gesehen, oder? Ach, ist das der da? Nee. Rot war der. Wo war denn das? Da hinten ist der Vulkan, ne? Da sind die Goronen, Garonia und alles. Hier gibt es eine Art Festung und einen Turm. Ist das der rote Turm? Das ist er. Da gibt es auch ein paar Schreine. Aber das ist sehr nah. Sehr gefährlich. Ich gehe mal ganz nach oben dort. Ohne dass die mich jetzt entdecken da. Keine Lust, an denen jetzt ja, von denen gejagt zu werden. Die sehen mich nicht, oder? Ich will mir einen Überblick überschaffen. Noch bin ich unsichtbar für die. Ganz langsam. Ja, die passen nicht auf. Sie hören mich nicht. Ja, das scheint zu klappen. Ein Schrein ist in der Nähe. Ups.
Okay, hier kann ich schnell klettern. Die scheinen mich tatsächlich nicht zu bemerken. Wunderbar. Da ist ein Schrein. Den markiere ich mal. Oh Gott, und ein Bombenfass. Soll ich so dumm sein und runterschmeißen? Na, eigentlich ist es ja still hier. Da ist eine Brücke, aber die ist nicht in unseren Fotos drin. Dieser Turm, wie weit ist der denn noch weg? Nicht so weit. Und der Schrein eigentlich auch nicht. So theoretisch könnte ich noch bis zum Baum. Und halt nur aufpassen. Ja, komm. Ja, sie haben was gehört, aber sehen mich nicht. Bis zum Schrein wäre keine schlechte Idee. Da kann man sich dann immer wieder hinporten. Da sind aber auch wieder Gegner. Greifen da aber irgendwas an. Menschen? Ja, es sind Menschen. Hoffentlich keine, ist das keine Falle. Waffe? Wurfspeer. Alter. Legst du mit Fäusten? Weg mit dir. Und wir kriegen Essen dafür. Mit erhöhter Abwehr. Und der andere? Gerettet. Okay. Sind einfach Zivilisten. Haben noch nichts mit dieser Yago oder wie auch immer die heißen Bande zu tun. Gibt es auch wieder diverse Ruinen. Und da ist der Schrein. Den will ich heute noch erreichen und im nächsten Part, ja, denke ich, Turm einnehmen. So, Freunde, wir sind am Schrein. Bis demnächst bei Breath of the Wild. Ciao.